Willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir werden heute das allererste Mal, nachdem sie letzten Tage ja eher negativ um COD und Activision ging, mal versuchen, irgendwie was Gutes rauszuhauen. Und deswegen spielen wir jetzt das allererste Mal den neuen Liga-Modus. Ich habe den bisher gesehen, da hat er mir nicht gefallen. Wir werden es trotzdem mal probieren. Und dafür brauchen wir 5 Spiele, wo wir beurteilt werden, wie gut wir sind. Und dann werden wir uns mal angucken, wie das Ganze läuft und mal gucken, was das Endergebnis von dem Ganzen ist. So, wollen wir mal gönnen und gucken und schauen. Erste Runde wird auf jeden Fall Kontrolle auf... Welche Map ist denn das jetzt? Ich habe gar nicht hingeguckt. Frequency Design. Okay, das ist schon mal interessant. Alle unsere Teammates und Gegner sind im Prinzip Level 1. Das heißt, man wird anscheinend am Anfang auch wirklich nur mit den Leuten zusammengesteckt, die jetzt auch sich qualifizieren müssen. So, den hätten wir. So, einmal... Teammate, du hast... Das heißt, wir sterben instant einfach, weil unser Teammate uns abschießt. Dass wir nicht das beste Team der Welt haben. So, 2, die sind wichtig. Da, der Teammate tötet uns schon wieder. Du kleiner Schlawiner. Einer weniger, 10 zu 5, das heißt nochmal rausgeholt das Ganze. So, mal gucken, ob... Oh, die hat getroffen, nice. 3 Leben haben die Gegner noch. Damit haben sie nur noch ein Leben. Verteidigen ist immer einfacher. 11 zu 4, erste Runde, das geht absolut klar. Gucken, der Teammate, der uns gekillt hat zweimal. Und dann 1 zu 5. Eieieiei. Also wenn du 1 zu 5 spielst, solltest du dir genau überlegen, ob League Play das Richtige für dich ist. Und ihr seht, ich habe die Spitfire auch weggelassen. Ist ja normalerweise meine Lieblingswaffe gewesen. Aus dem einfachen Grund, dass die Magazine kleiner gemacht worden sind und der Schaden reduziert. Und das gefällt mir von der Entwicklung überhaupt nicht. Tut mir leid, Teammate. Eieiei. Eieiei. Ist auf jeden Fall 100 vor den Streaks. Eieiei. Ich weiß nicht, gibt es ein Teamkill-Limit? Wenn ja, muss ich jetzt aufpassen. Obwohl, ich glaube, ich habe nur den Teammate getroffen, aber nicht getötet. Die Frage ist, wo hat er den jetzt schon wieder her? Mal gucken, ob wir die da hinten... Ah, okay, der Wurf war scheiße. Gucken wir mal, ob wir den Blitzschlag einsetzen können. Ein Hit, sehr schön. So, ich würde gerne links rüber, aber der Drohnentrupp ist draußen. Das heißt, das macht nur begrenzt Sinn. Da ist der besagte Drohnentrupp. Jetzt brauche ich Hilfe von dem Team... Muni geht auch langsam dem Ende zu. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und wieder den Teammate getötet. Eieiei. Jetzt tut er mir langsam ein bisschen leid. So. 18 zu 5. Sieht doch schon ganz gut aus jetzt. Damit haben sie nur noch ein Leben. Nur noch ein feindlicher Soldat. Und wo versteckt er sich? Sie nehmen ein. Wir kämpfen um Alpha. So, 20 zu 4. Leider musste ich ein bisschen langsamer die Runde spielen, weil ich einfach keine Munition mehr hatte. So, das hätten wir. Nice. 28-4, Leute. 2 Runden nicht gestorben. Und den Sieg fürs Team geholt. Damit hätten wir die erste Runde für uns entschieden. Das ist für die Wertung nachher wichtig. Soweit ich es verstanden habe, ist es so wie ähnlich wie in Black Ops 2 damals.
umso besser ihr rankt, umso mehr Punkte ihr sammelt, in so eine höhere Division kommt ihr jeweils. Er hier ist... Stellung lokalisiert. Der Feind hat die Stellung. Wir haben die Kontrolle verloren. Wäre halt schön, wenn die Teammates vielleicht auf die Stellung gehen würden. Ah, Taktikmaske. Taktikmaske ist Klatsch. So. Eigentlich würde ich schon gerne... rüber rotieren, aber das geht nicht ganz alleine. Nice, Hit auf jeden Fall. Die Muni nehmen wir mit. Ah! Direkt wieder ab in die Stellung. So, den haben wir. Dann versuchen wir hier schnell reinzuhuschen. Bei der Stellung haben wir nämlich eben super viele Punkte verloren. Nein, ich wollte gerade meinen Granatwerfer rausholen. Ich wusste, es kommt einer. Fuck. So. Damit haben wir uns ein bisschen Ruhe verschafft. Viel Spaß damit. Den haben wir. Punkte haben wir auch nochmal schnell dafür geholt. Wir sind auch nur noch zu viert mittlerweile, was natürlich großartig ist, wenn die Leute, während sie hier spielen, einfach rausgehen. Dafür sollte es direkt einen Bann geben von 1-2 Stunden. Immenser Nachteil ist, hier nur noch... Nice. Hier nur noch zu viert spielen zu können. Nice. Aber es wird nicht reichen. Nicht zu viert. Damit verlieren wir dann auf jeden Fall die allererste Runde. So, das hätten wir. Das hätten wir auch. Oh mein Gott, sind das viele, Alter. So, 2 haben wir. 3 haben wir. Wäre halt gut, wenn ich ein bisschen Hilfe bekommen würde dabei. Ich bekomme sie natürlich nicht. So, Stellung gebrochen. Ist jetzt unsere. Aber hoffentlich bleiben die jetzt drin. Den kann ich hier nämlich vorrotieren. Den haben wir. Wichtiger Kill. Und wieder rüber rotieren. Okay. Versuche ich hier hinten ranzukommen. So. Ah, und dann bin ich gestunt. Der war wichtig, 2 vorhin Streaks. Ja, hier komme ich nicht rein. Nein! Und wieder gestunt. Ah! So, wichtig. Er ist absolut One-Hit.
und von hinten.